Fadlidaw, Bibrabu, Akikuke, da! Das stimmt ja gar nichts. Wo stimmt nichts? In deinem Gesicht. Zu kleines Auge, zu dicke Backen, viel zu großer Mund. Und dann überlege ich dauernd, wie kriegt man die Nase weg? Die Nase? Wenn er als Frau Erfolg haben sollte, müsste man das ganze Gesicht operativ verändern. So, jetzt werden wir mal einen Gang probieren. Komm. Aber doch nicht so. Es sieht aus, als wenn du einen Hexenschuss hättest. Weich in den Hüften. Weich. So. Bist du? So. So? Nee. Also von hinten ist das eine Katastrophe. Aber so geht doch keine Frau. Du stolzierst wie ein Marabu. Weißt du, wenn er auch im Kittchen war, mir würde das nichts ausmachen. Es kommt ja schließlich immer auf den Grund an, warum einer was getan hat. So, mein Lieber. Nicht doch, komm, nicht fragen. Ruhe, nicht doch, nicht doch. Ruhe, nicht doch, ganz, das ist aber. Sie können aber großartig Theater spielen. Sie aber auch. Wollen wir die Vorstellung nicht einfach abbrechen? Wenigstens unter uns. Plötzlich hat man mich Das ist ja grässlich. Wie sehen Sie denn aus? Oh, das ist meine neue Frisur. Wollen Sie etwa heute Abend so auftreten? Warum nicht, wenn es mir steht? Hans, Hans, komm doch mal her. Hilf mir doch mal bitte. Ich werde doch nicht fertig. Komm mal. Ich krieg das nicht zusammen. Ja, komm halt. Ja, komm. Komm. Luft an sich. Und die armen Frauen, was die erleiden müssen. Ich stich ja keine Luft mehr. Sind meine Damen alle zur Bühne runter? Feine Damen sind Sie, mein Herr. Was ist denn? Ein schöner Trottel sind Sie, mein Herr. Ruinieren Sie doch nicht meine Frisur. Ich muss auf die Bühne. Oh, la, ja. Oh, la, ja.